direkt ins Bundesinnenministerium. Denn dort wird jetzt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz vorgestellt. Wir hören rein. Wir haben bei uns im Haus, das freut uns sehr als Bundesinnenministerium. Es werden alle kurze Statements abgeben und danach ist die Möglichkeit für kurze Fragen. Frau Faeser, Sie fangen an. Ja, ganz herzlichen Dank erstmal. Willkommen an die Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu Gast sein können. Wir haben gerade gemeinsam ein Eckpunktepapier zur Fachkräfteeinwanderung im Bundeskabinett beschlossen. Es wird das modernste Gesetz Europas zur Einwanderung, zur Fachkräfteeinwanderung. Und es ist nicht zuletzt die Wirtschaft, die uns sagt, dass dieses Gesetz zwingend notwendig ist. Wir haben unglaublich viele Arbeitsplätze, wo wir keine Arbeitskräfte finden, sodass wir eine Zuwanderung aus Drittstaaten zwingend brauchen. Und das reicht von der Pflegekraft bis zum IT-Spezialisten, die wir dringend in Deutschland benötigen. Und wir legen ein sehr innovatives Gesetz jetzt demnächst vor, unter der Federführung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und unter unserer Unterstützung. Und ich bin mir sicher, dass wir auch sehr zeitnah aus diesem sehr umfangreichen Eckpunktepapier, was die Details schon regelt, auch schnell einen Gesetzentwurf vorlegen können, damit wir Fachkräfte, Arbeitskräfte in Deutschland einen unbürokratischen und schnelleren Zugang als bisher gewähren können und damit die zwingend notwendigen Lücken schließen können. Damit würde ich weitergeben an Frau Stark-Watzinger. Und bitte wundern Sie sich nicht, Frau Stark-Watzinger muss im Anschluss zur Regierungsbefragung, falls sie also das Podium verlässt, ist das nicht gegen uns alle hier gerichtet. Ja, danke schön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Kabinett hat heute etwas auf den Weg gebracht, was längst überfällig ist. In Deutschland sind 2 Millionen Arbeitsstellen unbesetzt. Es fehlen nicht nur Akademiker, sondern in der ganzen Breite. Die Gastronomie muss teilweise schließen. Geschäfte haben nicht mehr jeden Tag offen, weil die Arbeitskräfte fehlen. Hier ist in der Vergangenheit viel liegen gelassen worden. Und deswegen ist es richtig, dass wir heute eben diese Eckpunkte für ein modernes Einwanderungsgesetz mit oder Punkte für Einwanderungsrecht mit Punktesystem auf den Weg bringen, um hier das Land in die Zukunft zu führen. Denn nach Berechnungen der Bundesagentur für Arbeit brauchen wir ca. 400.000 Menschen pro Jahr, die in Arbeit zu uns einwandern, zusätzlich zu dem inländischen Arbeitskräftepotenzial, das wir heben wollen. Und natürlich ist es so, dass wir die Zuwanderung erleichtern wollen, indem wir eben die Verfahren auch flexibilisieren. Die Anerkennung, sie wird zukünftig auch noch eine ganz große Rolle spielen, aber sie muss schneller werden und sie muss einfacher werden. Und in Berufen, die nicht reglementiert sind, wird in Zukunft also auch die Zuwanderung möglich sein in den Arbeitsmarkt ohne vorherige Anerkennung. Wir wollen auch die Verfahren bei teilweiser Gleichwertigkeit von Qualifikationen erleichtern, damit man nach Deutschland kommen kann. Und ich möchte aber auch betonen, wir wollen gleichzeitig einen Anreiz schaffen, dass Anerkennung dann stattfindet, denn das ist ein wichtiger Teil, um auch Integration zu machen und dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Das muss ja unser Ziel sein. Das heißt, wer auch in nicht reglementierten Berufen die Anerkennung anstrebt, kann dann auch schneller dauerhaft bleiben. Ja, und neben der Flexibilisierung geht es auch um die Beschleunigung der Verfahren, Digitalisierung. Hier wollen wir also auch mit der Plattform, mit dem Informationsportal Anerkennung in Deutschland den zentralen Einstieg dann auch schaffen für die digitale Antragstellung. Ein letzter Punkt ist mir noch wichtig. Wir wollen früh anfangen, nämlich die Bildungszuwanderung auch zu erleichtern, für Studierende und Azubis attraktiv zu sein und hierher zu kommen, denn Studierende und Auszubildende, sie sind die Fachkräfte von morgen. Deswegen ist heute ein guter Tag, dass wir das große Thema Fachkräftemangel in Deutschland angehen und diese Eckpunkte auf den Weg gebracht haben. Sie dürfen jetzt entscheiden, Herr Habeck, wer zuerst spricht. Eigentlich waren Sie vorgesehen. Nein, Hubert, das kommt. Ich hätte das uns abgebunden. Okay, dann nehme ich den Ball von Bettina Stark-Watzinger auf und das federführende Ressort, das von Hubertus Heil, sammelt nochmal alles ein und spielt es weiter in das Gesetzgebungsverfahren. Vielleicht darf ich mit einem Dank beginnen an Hubertus und sein Haus, aber auch an die Kolleginnen und ihre Ministerien und auch das Auswärtige Amt, das jetzt nicht dabei ist. Das war wirklich gutes Teamwork.
Es war ein Gesetz, so wie Bettina Strack-Watzinger gesagt hat, ein Gesetz, das ja längst überfällig ist. Nichts an dem, was wir heute diskutieren, ist erst gestern entstanden oder ist irgendwie überraschend. Dass wir ein demografisches Problem bekommen werden, wissen wir seit Jahren, aber es wurde nicht genug unternommen. Und vielleicht darf ich das auch gleich politisch vorweg sagen. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Eckpunktepapier und dieses Gesetz nur in dieser Regierungskonstellation entstehen konnte. Es ist ein Gesetz, das nach vorne weist, das offensiv ist, das offensiv für eine Gesellschaft der vielen wirbt und sagt, wir brauchen die Fachkräfte auch aus anderen Regionen der Welt. Also danke für die gute Kooperation. Um vielleicht einmal die 2 Millionen Zahlen, die die Bildungsministerin genannt hat, an 2 Beispielen zu unterlegen. Wir haben im Moment im Bereich von IT-Spezialisten 100.000 offene Stellen. Jetzt im Moment, heute sozusagen, und im Bereich von Solar- und Windenergie über 200.000 offene Stellen. Das heißt übersetzt, selbst wenn wir als Politik alles richtig machen, was ein hoher Anspruch ist, aber alle Förderprogramme laufen, alle EEG-Umlagen werden richtig umgesetzt, alle Gebäudesanierungsmaßnahmen werden umgesetzt, die Konjunktur erholt sich wieder, wir schaffen es, aus der Rezession in einen Aufschwung zu kommen. Ohne weitere Fachkräfte werden wir wirtschaftspolitisch nicht vorankommen. Das heißt, wir sind genötigt, hier schnell und entschlossen zu agieren. Neben der aktuellen Herausforderung, den vielen Krisen, die wir zu bewältigen haben, gibt es für die Wirtschaft 3 große Wandelprozesse, die immer mit D anfangen, die Digitalisierung, die Dekarbonisierung und den demografischen Wandel. Letzteres adressieren wir mit diesem Eckpunktepapier mit einem Grad der Entschlossenheit, wie er davor noch nicht da war, in Deutschland nicht zu erkennen war. Wir werden die Grenzen und die Schwellen für Zuwanderung senken. Wir werden die Integration verbessern und wir werden darauf achten, dass die Verfahren schnell und pragmatisch umgesetzt werden. Das, was wir auf dem Weg hierher gelernt haben, auch in der Zusammenarbeit miteinander, war, dass man sich um die konkreten Details politisch kümmern muss. Und ich glaube, das ist das, was wir uns auch für den Prozess nach dem Gesetz hinter die Ohren schreiben sollten, dass wir nicht einfach sagen, hier ist ein Gesetz fertig, ist gut gemacht, hoffentlich wird es gut gemacht. Und jetzt müssen die Dinge sich alleine entwickeln, sondern wir müssen das eng politisch begleiten und immer überall da, wo Probleme auftreten, wo die Digitalisierung nicht vorankommt, wo wir wissen von Menschen, die wegen des Gesetzes nach Deutschland kommen wollen, aber irgendwas scheitert, dass wir uns da direkt politisch drum kümmern. Diese Aufgabe hat höchste politische Priorität aus Sicht der Wirtschaft und aus Sicht des Wirtschaftsministers. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Fachkräftesicherung ist Wohlstandssicherung. Und wir erleben heute schon, dass in vielen Bereichen, in Restaurants, in Kneipen, auch in der Kinderbetreuung, in der Pflege, vor allen Dingen im Handwerk, Robert Habeck hat das beschrieben, auch in der öffentlichen Verwaltung händeringend Fachkräfte gesucht werden. Und die Entwicklung fängt erst jetzt an. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit hat berechnet, dass uns bis zum Jahre 2035 sage und schreibe 7 Millionen Fachkräfte fehlen können. Deshalb haben wir die Fachkräftestrategie der Bundesregierung neu aufgestellt. Wir werden alle Register ziehen, die Potenziale im Inland zu heben. Von der Ausbildung über die Weiterbildung, über die Erwerbsbeteiligung von Frauen, über die Inklusion am Arbeitsmarkt gilt es, alle Register zu ziehen, damit dafür gesorgt wird, dass Fachkräftemangel nicht zur Wachstumsbremse wird. Und wenn wir das alles getan haben, wird es nicht reichen. Wir brauchen ergänzend qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland. Und mit diesem modernen Einwanderungsgesetz, das wir heute vorlegen, gehen wir einen großen und wichtigen Schritt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Einwanderung nicht nur irgendwie bürokratisch hinnehmen wie in der Vergangenheit, sondern wir werden für unseren Wohlstand, das Wachstum in Deutschland, Arbeitskräfte anwerben müssen. Wir müssen Einwanderung wollen von qualifizierten Fachkräften. Sonst kriegen wir den Wohlstand und die soziale Sicherheit dauerhaft nicht gewährleistet. Das geht vom Wachstum bis hin zur Stabilität der Rentenversicherung. Was machen wir im Einzelnen mit diesem Gesetz? Wir sorgen zum einen dafür, dass das bestehende Fachkräfteeinwanderungsgesetz massiv entbürokratisiert wird und Schwellen gesenkt werden. Da geht es um die Menschen, die eine anerkannte Qualifizierung haben, die nach Deutschland kommen wollen. Da werden Schwellen gesenkt im Einklang mit dem europäischen Recht. Zweitens, wir sorgen dafür, dass Menschen, die eine Ausbildung haben und Berufserfahrung, nicht aus dem Ausland ein langes Anerkennungsverfahren durchlaufen können, sondern dass sie hier in Deutschland arbeiten können und ihr Anerkennungsverfahren hier in Deutschland
durchführen können. Wer einmal weiß, wie komplex Berufsanerkennung im deutschen System ist, weiß, das ist ein wichtiger Schritt. Und drittens, wir sorgen mit der Chancenkarte dafür, dass nach einem transparenten Punktesystem moderne Einwanderungspolitik nach Deutschland stattfinden kann. Deutschland braucht in Zukunft alle helfenden Hände und klugen Köpfe. Und die Vorstellung, dass übrigens per se alle Fachkräfte der Welt nach Deutschland kommen wollen, ist leider eine Illusion. Ich sage es leicht scherzhaft, es gibt nur 100 Millionen Menschen auf der Welt, die die deutsche Sprache sprechen. 80 Millionen wohnen schon bei uns, ein paar in Österreich, ein paar in der Schweiz. Ich will damit sagen, dass wir im Verhältnis zu anderen klassischen Einwanderungsländern, die angelsächsisch geprägt sind in der Sprache, Spanisch oder Französisch, schon einen Wettbewerbsnachteil haben. Umso mehr brauchen wir alle Kraftanstrengungen mit einem modernen Gesetz und mit der Umsetzung des Gesetzes. Und da werden wir in der Bundesregierung mit der Wirtschaft gemeinsam dran arbeiten, dass wir eine ordentliche Anwerbestrategie haben, mit gezielten Aktionen in bestimmten Ländern, in denen wir bestimmte Fachkräfte sehen und zu uns holen wollen. Mit dem Thema Visumserteilung, an dem das Auswärtige Amt arbeitet. Wir können nicht Fachkräfte anwerben und dann müssen die ewig auf ein Visum warten. Deshalb arbeitet Annalena Baerbock mit Macht und Kraft an der Beschleunigung dieser Verfahren, an der Digitalisierung dieser Verfahren. Beim Thema Berufsanerkennung. Ich will das zum Schluss sagen, meine Damen und Herren. Die Botschaft dieser Koalition an unser Land ist, wir werden das Thema Fachkräftesicherung mit Macht vorantreiben müssen, um Wohlstand zu sichern. Aber wir müssen der Realität ins Auge sehen, wir brauchen qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland. Das braucht auch Akzeptanz, denn am Ende kommen nicht nur Arbeits- und Fachkräfte, es kommen Menschen. Das heißt, man muss Integration auch anbieten. Und man muss eins klar machen, die Akzeptanz in Deutschland muss erhalten werden. Deshalb haben wir im Gesetz und werden dafür sorgen, dass wir Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften aus Drittstaaten ermöglichen. Aber das darf nicht missbraucht werden zur Lohndruckerei. Auch dafür ist im Gesetz Vorsorge getroffen. Wie geht es weiter? Wir haben heute die Eckpunkte besprochen. Wir werden zeitnah daraus einen Gesetzentwurf machen. Wir werden ihn Anfang des Jahres in den Deutschen Bundestag einbringen. Und ich bin mir sicher, dass dieses moderne Fachkräftegesetz einen wirklichen Beitrag zur Wohlstandssicherung in Deutschland leisten wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch einen kurzen Moment Zeit für Fragen. Ich würde Sie bitten, Fragen zum Thema zunächst zu stellen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, würden wir noch mal öffnen für andere Themen. Gegebenenfalls, Sie hatten sich gemeldet. Nee. Entschuldigung. Ja. Wegener Deutsche Presseagentur. Zwei Fragen, wenn ich darf. Nach der heftigen Kritik der Union und angesichts der Erfahrung mit dem Bürgergeld, erwarten Sie, dass Sie Kompromisse auch bei diesem großen Gesetzeswerk mit der Union machen müssen? Und vielleicht noch mal konkret eine inhaltliche Frage. Ist es in Ihren Plänen so vorgesehen, dass man dann zum Spracherwerb nach Deutschland kommen darf und nebenher schon arbeiten? Wenn ich das beantworten darf, Herr Wegner, zum Ersten, die Frage müssen Sie an die Union richten. Ich habe ja in den letzten Tagen sehr viel gehört vom Vorsitzenden der CDU-Fraktion über das Thema ökonomischer Sachverstand. Und er hat meinen Kollegen Habeck angegriffen, uns als Bundesregierung, was ökonomischen Sachverstand betrifft. Das ist der Mann, der bei der Energieversorgung, wenn er das Sagen gehabt hätte, dafür gesorgt hätte, dass die Speicher jetzt leer wären. So viel zum ökonomischen Sachverstand. Und ich fordere die andere große Volkspartei auf, sich zu entscheiden. Es ist ein Weg der ökonomischen Vernunft, dass wir qualifizierte Zuwanderung nach Deutschland ermöglichen. Und ich setze darauf, dass der noch vorhandene ökonomische Sachverstand der Union auch mithilft, dass die andere große Volkspartei mitgibt. Das ist besser für die Akzeptanz des Weges, den wir gehen. Aber die Frage richtet sich an die Opposition. Ich kann deren Meinungsfindung nicht vorwegnehmen. Zur anderen Frage. Ja, in der Chancenkarte gibt es unterschiedliche Wege, nach Deutschland zu kommen. Es gibt einen Kriterienkatalog. Und wenn man bestimmte Kriterien davon erfüllt, hat man die Chance, nach Deutschland zu kommen. Das Kriterium ist entweder Ausbildung oder Berufserfahrung oder Sprachkenntnisse oder Deutschlandbezug oder auch Alter. Wenn Sie drei von diesen Kriterien erfüllen, haben Sie die Möglichkeit, mit der Chancenkarte nach Deutschland zu kommen. Wir wissen, dass Sprache für Integration ganz, ganz wichtig ist. Aber wir wissen auch bei IT-Fachkräften beispielsweise, dass es nicht sofort notwendig ist, dass sie Deutsch sprechen. Die sprechen meistens Englisch. Und im Wissenschaftsbereich ist das, glaube ich, auch in vielen Bereichen so. Und dann können wir in Deutschland auch ermöglichen, deutsche Sprache zu erlernen. Das ist für die Integration ganz wichtig. Aber es ist nicht das einzige KO-Kriterium, was da ist. Aber im Gegenteil, ne, wenn man gut Deutsch spricht, hat man schnell die Möglichkeit, hierher zu kommen. Es gab eine weitere Frage.
Soweit die Pressekonferenz und ebenfalls zugehört und zugeschaut hat unser Kollege Achim Unser vor dem Bundeskanzleramt. Achim, das war jetzt ein sehr harmonischer Auftritt der Ampelrepräsentanten und man muss dazu sagen, in den letzten Tagen war es ja nicht so harmonisch. Heute fielen viele die Begriffe Fachkräfte einbürgern, es soll schneller gehen, es soll leichter gehen, aber es war gar nichts mehr zu hören von dem vorigen Zoff und zum Beispiel über die Streitpunkte wie Einbürgerung und Integration. Ist damit der Zoff Geschichte und man hat sich geeinigt? Nein, ich glaube nicht, dass der Zoff Geschichte ist. Man muss eher diese beiden Themen trennen. Das eine ist der Fachkräftemangel, den wir haben, der Arbeitskräftemangel und eben, was die Regierung jetzt dagegen tun will. Nämlich sie hat jetzt mit dieser Vorstellung dieses Eckpunktepapiers erst einmal eine Vorlage geliefert, wie man schneller ausländische Fachkräfte auch außerhalb des EU-Raumes nach Deutschland bekommen kann. Und die Einbürgerung, das ist dann das andere Thema. Und da ging es eher darum, dass das der FDP zu schnell geht, dass man dort sagte, wir wollen doch erst mal schauen, wer eigentlich nach Deutschland kommen soll. Und wenn wir das geklärt haben, dann können wir über Einbürgerung sprechen. Und heute war es so, dass tatsächlich noch einmal ganz klargestellt wurde von allen, die jetzt an dieser Pressekonferenz oder an dieser Pressekonferenz teilgenommen haben, dass Deutschland unter einem akuten Arbeitskräftemangel leidet. Also es wurde ja auch die Zahl genannt von 7 Millionen Arbeitskräfte, die in den nächsten Jahren uns fehlen. Und man kann es dann eher schon so betrachten, als ob jetzt die Bundesregierung sozusagen die Schlacht um die Arbeitskräfte eröffnet hat, die international auf dem Markt sind oder die eben Potenziale haben, Arbeitskräfte in Deutschland zu werden. Hubertus Heil hat es noch mal so formuliert, hat gesagt, dass eben Deutschland einen klaren Standortnachteil hat gegenüber dem angelsächsischen Raum oder gegenüber dem spanischsprachigen Raum. Also, dass die es einfacher haben, weil das eben zwei Weltsprachen sind. Und deswegen auch noch mal der Hinweis, dass es möglicherweise bei manchen Branchen gar nicht notwendig ist, dass man zum Beispiel Deutsch kann. Allen voran natürlich die IT-Branche. Wir hatten selbst heute Morgen einen Vertreter der IT-Branche im Programm, der das noch mal bestätigt hat und gesagt hat, ein Informatiker, der muss nicht Deutsch können, der muss nur Englisch sprechen können, weil da eben die Fachsprache Englisch ist. Und es gibt viele Mangelberufe, die eben auch darauf beruhen, dass man dort vielleicht jetzt nicht unbedingt des Deutschen ganz komplett mächtig sein muss. Und deswegen ist ja auch ein Punkt innerhalb dieses Eckpunktepapiers, dass zukünftig der Arbeitgeber dann entscheiden soll, wie gut die Deutschkenntnisse eigentlich sein müssen für diesen Job oder für jeden Job, den er eben dringend besetzen muss und für den er dann eine Fachkraft auf dem Ausland sucht. Und auf das andere war natürlich auch die Qualifikation. Bislang ist es so, dass das immer langwierig anerkannt werden muss, die Berufsausbildung in dem Heimatland. Jetzt soll es eben so sein, dass man schneller kommen kann, wenn man eine Berufsausbildung nachweisen kann und dass dann die Anerkennung im Nachhinein geschehen soll oder eben, dass man bei der Anerkennung dann auch, sage ich mal, ein Auge zudrückt, wenn denn die berufliche Erfahrung doch schon so klar zu erkennen ist, dass derjenige für den deutschen Arbeitsmarkt passt. Achim, wir sind gespannt, ob das Zoffometer weiter ausschlagen wird innerhalb der Ampelkoalition. Danke dir für diese Einschätzungen vors Kanzleramt. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.